Hey Leute, ich bin Snackpaverick. Ja, der Kirschbaum ist ohne Kirschen da im Hintergrund. Welche Ursachen das haben kann und was man dagegen tun kann, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Erstmal müsst ihr feststellen, ob euer Baum überhaupt geblüht hat. Wenn der Baum nicht geblüht hat, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen, das ich euch hier verlinke. Da zeige ich euch, was ihr machen könnt, wenn die Blüte ausbleibt. Und dann müsst ihr das einfach nur beheben. Und wenn der Baum dann blüht, wird er höchstwahrscheinlich auch Kirschen dann tragen. Es gibt allerdings auch andere Gründe, ja, wo die Blüte dann da war, aber eben die Kirschen nicht kamen. Und die möchte ich euch jetzt einmal nennen. Dann liegt es sehr, sehr häufig daran, wenn er geblüht hat und keine Kirschen oder nur ganz, ganz wenig Kirschen da sind, an der Befruchtung der Kirschen bzw. der Blüten. Die wurden dann nicht bestäubt. Und das kann manchmal auch in so einem kalten Frühjahr auftreten, dass da einfach noch nicht genug Insekten unterwegs sind. Es ist vielleicht nicht so kalt, dass die Blüten kaputt gehen, aber die Insekten bestäuben diese eben nicht. Oder ihr habt generell zu wenig Insekten im Garten. Dann kann ich euch einmal das Video empfehlen, was ich hier an dieser Stelle nochmal verlinke. Da zeige ich euch, wie man die Blüten selbst bestäuben kann. Das kann mitunter eine Hilfe sein. Die Kirschsorten, die wir hier eigentlich anbauen, die sind selbstbefruchtend. Das heißt, wir haben Befruchtungsorgane, die sowohl männlich als auch weiblich sind. Und somit reicht es, wenn die Insekten von einer Blüte zur anderen fliegen und diese gegenseitig bestäuben. Es kann aber auch vom Vorteil sein, dass ein zweiter Baum irgendwo in der Nähe steht, der dann dafür sorgt, dass eben die Bienchen oder die Insekten vom Baum zu Baum nochmal fliegen und das Ganze machen. Das wirkt dann auch nochmal förderlich. Ansonsten müsstet ihr nochmal schauen, ob ihr Schädlinge am Baum habt. Blattläuse zum Beispiel sind da an meinem sehr, sehr häufig dran. Und das zieht natürlich ordentlich Kraft bei so einer Pflanze und kann dann auch dafür sorgen, dass eben keine Kirschen gebildet werden. Ja, meistens die Blüten dann noch, weil die Schädlinge nicht so früh auftreten im Frühjahr, aber im Sommer dann, wenn es zum Beispiel zu trocken ist, auch das Klima kann wie gesagt noch ein Grund sein, das kann man dann weniger beeinflussen. Ja, checkt das mal ab, dann habt ihr die Gründe und wisst, wie ihr gegensteuern müsst. Ich hoffe, das Video war informativ, wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Macpaverick.